Marga Lührmann, Tochter eines Bremer Kaufmanns, hat viele Freunde. Besonders der Kunsthistoriker Rudi Rettberg fasziniert sie. Bei einem Sommerurlaub in Lesmona, dem Landsitz ihres Onkels Herbert, lernt Marga Percy Rösner kennen. Die beiden verlieben sich ineinander. Sie verleben Sommerwochen voller Glück. Da schickt Onkel Herbert Percy nach London zurück. Er soll dort seine finanzielle Lage klären. Percy macht Marga klar, dass sie 5 Jahre auf ihn warten müsse. Voll Verzweiflung kehrt Marga nach Bremen zurück. Was das anbetrifft, gesundheitlich können wir nicht klagen. Gar nicht, Fräulein Marga. Nur das Wetter. Die Hitze. Stehe nicht länger rum, du hältst uns nur auf, dann wollen wir mal nach oben gehen. Na? Carly! So nett, dass du mich schon auf den zweiten Blick erkannt hast, Schwesterchen. Oder sehe ich aus wie ein perfekter Chinese? Du bist ja ein richtiger Mann geworden, Carly. Lenchen. Carly, ausgeschlafen, der Herr? Danke. Du siehst aber auch sehr appetitlich aus. Sehr appetitlich. Eine richtige Frau geworden, das Schwesterchen, ne? Während meine liebe Ellie, findest du nicht auch, dass sie in diesen 5 Jahren etwas eingegangen ist? Finde ich überhaupt nicht. 5 Jahre habe ich von einer zierlichen Braut geträumt. Jetzt habe ich sie. Vielen Dank, Ellie. Marvin, wie läuft das Leben? Was das anbetrifft, Herr Senator, nichts zu klagen, gar nichts. Nur eben das Wetter. Ist der Herr Konsul oben? Er arbeitet. Marga rein. Tag, Carly. Tag. Tag, Ellie. Herbert, du wolltest mich noch vor dem Land sprechen, so dringend? Ja. Ah, Marga. Gut gereist? Und wie waren die Wochen in Lesmona? Erholsam, schön? Ja, vielen Dank. Wir sehen uns dann gleich. Ja. Dein Bruder ist ein richtiger Engländer geworden, findest du nicht? Blasiert, kalt, witzig. Dein Percy ist natürlich einsame Ausnahme. Oh, steh doch mal gerade, Kälbchen. Pulinche, findest du es eigentlich richtig, dass er die 5 Jahre auf Carly gewartet hat? Sieh dir die beiden doch an. Aber wie lange darf man dann warten, deiner Ansicht nach, wenn man irgendjemanden wirklich liebt? Jetzt möchtest du wohl hören, ewig. Wie stellst du dir das vor? Das dürfte dir bei deinen Guthaben dort doch nicht schwerfallen. Was habe ich mit diesem Percy zu tun? Bist du eigentlich sein Pate? Natürlich nicht. Aber er ist vollweise. Und außerdem, ich mag ihn. Trotz allem. Trotz allem? Der soll ein wenig haltlos sein. Und woher weißt du das? Fällt mir schwer. Fällt mir sehr schwer, dieses Manöver für jemanden zu veranstalten, den ich nicht einmal kenne. Das ließe sich nachholen. 5 Jahre Verlobungszeit sind schlichtweg 4 Jahre zu viel. Merk dir das, Martin. Warte nie länger als ein Jahr auf einen Mann. Obwohl doch Ellie so wunderbar durchgehalten hat. Ich ja auch. Für einen Mann allerdings bedeutet so lange Enthaltsamkeit, ich meine geschlechtliche Enthaltsamkeit. Assez, Carly, assez. So schwadronieren sie leider alle, die jungen Leute in Übersee. Das ist der Casino zum Dach. In Hongkong, in Shanghai. Oder in Havanna. Was kennst du denn von Havanna? Ach, allerhand. Von Hanni Finke zum Beispiel. Man hört ja, dass du ein ungeheurer Flop geworden bist, Schwesterchen. Sogar auf den Sohn des neuen Bürgermeisters hast du es offenbar abgesehen. Unser Carly ist wohl etwas überdreht nach der langen Reise. Ach, habe ich euch schon vom Suez erzählt? Von dieser wunderbaren, dicken Bauchtänzerin? Ich glaube nicht, Carly, dass hier irgendjemand am Tisch etwas von einer unappetitlichen Tänzerin erfahren möchte. Sie war nicht unappetitlich, Ellie. Sie war nur fett. Aber bitte. Danke.
Malegi Pi. Was mich mehr interessieren würde, Carly, wie beurteilst du die Zinsentwicklung für Warenkredite im Ostasienhandel? Ich? Ich denke, dieses ganze Schlamassel. Talk to the office aus. Wir wollen doch die Damen nicht langweilen. Ja, worüber sollen wir denn dann noch reden? Nicht über Politik, nicht über Zinsen, nicht über Mattis erotische Ausschweifungen. Über das Bremer Wetter. Malegi Pi. War das chinesisch? Ha! Also was heißt das denn nun? Wenn du es unbedingt wissen willst, leck mich am Arsch. Carly, ich weiß nicht. Bist du jetzt zufrieden? Ein Rückfall. Eure langen Kuraufenthalte, Papa, die scheinen leider wenig genützt zu haben. Habe ich wieder was Falsches gesagt? Meinst du wirklich, es könnte noch alles gut werden? Zwischen Carly und Ellie? Die Hochzeit muss auf jeden Fall verschoben werden. Es wird also schlecht ausgehen, du sagst es selbst. Ich habe gesagt, verschieben. Abwarten. Beide sind so von Hass erfüllt. Oh Gott. Hass? Wieso Hass? Es ist eine gewisse Entfremdung eingetreten nach 5 Jahren. Aber du solltest dich nicht so beunruhigen in deinem Zustand. Und Marty? Darf von diesen Schwierigkeiten absolut nichts erfahren. Sie war so traurig über ihren Bruder. Ach was, wütend war sie. Weil Carly unbedingt auf diesen Dr. Redberg anspielen musste. Woher hat er diese Geschichte von dir? Oh mein Gott, ich habe doch nur soeben erwähnt, dass dieser Redberg einen gewissen Eindruck auf sie gemacht hat. Es war überflüssig. Ja, tut mir leid, Marie, vollkommen überflüssig. Mit dem Sohn des Bürgermeisters darf sie nicht ins Gerede kommen. Ich habe dafür meine Gründe. Wenn sie doch nur endlich, endlich... Was? Sich schon wieder verlieben soll? Ja, in den Richtigen. Mamachen, tut denn so weh? Sollen wir noch mal nach dem Medizinalrat schicken? Oder willst du jetzt lieber allein sein und schlafen? Es ist nur wegen Carly. Er ist so zynisch geworden da draußen bei den Chinesen. Frech war er doch schon immer. Aber zynisch. Die arme Ellie. 5 Jahre hat sie jetzt auf ihn gewartet. Dann das. Meinst du denn, dass sie überhaupt noch heiraten? Sie müssen ja. Das müssen sie. Ach, es ist furchtbar. Sonst hätte die arme Ellie doch 5 Jahre verloren. Oh, Mieke, Matti, du tust mir weh. Oh. Mama, 5 Jahre... 5 Jahre auf einen Mann warten, ist das denn immer so falsch? Oh, Matti, was ist denn das wieder für eine Frage? Wie aus einem Roman. Oh, ich habe so Schmerzen. Komm, lass mich. Oh, lass mich. Lass mich, bitte. Bitte.
Was ist denn mit dir los, Mieke? Ich kann nicht schlafen. Soll das jetzt die nächsten 5 Jahre so weitergehen? Dieser ganze Kräfte fliegt mit raus. Es hat doch keinen Sinn, Mieke. Geschenke sind nun mal keine Heilmittel. Die machen dich nur krank, wenn du dich da so hineinwühlst. Aber 5 Jahre auf einen Mann zu warten, ist das denn immer so falsch? Falsch ist es sicher, 5 Jahre hier rumzusitzen und Trübsal zu blasen. Geh doch mal wieder irgendwo hin. Nein. Dass du wieder unter Leute kommst. Nein. Wo es jetzt nach den Sommerferien mit den Einladungen wieder losgeht. Nicht für mich. Hast du Angst, du Strauchel? Wenn deine Treue sich nur unter eine Glasglocke halten lässt, ist sie nicht viel wert. Was? Und nichts gelesen? Keine Kunstgeschichten, Lesmona? Und nichts gemalt? Nur eine Frau gewesen und glücklich? Da sehen Sie, Dottore, sie kommt fast immer zu spät, aber heute nur 10 Minuten. S'accomodi, ich mache frischen Tee. Das Wasser muss gleich kochen. S'accomodi. Grazie. Ja, ich warte hier schon über eine Viertelstunde. Genau genommen 20 Minuten. Nur um Sie zu sehen. Ein Wort mit Ihnen zu reden nach diesen langen Sommerferien. Das heißt, ich habe gearbeitet in Hannover als Assistent in der Galerie. Ich habe aber nicht vergessen, wann Sie zur Malstunde kommen. Donnerstag um 4. Ja, ich habe da eine Einladung für Sonnabend. Eigentlich habe ich keine Lust, allerdings... Bei Schönthals zur Nachtmusik? Ja. Wenn Sie gewillt wären, mich zu begleiten. Ich bin sowieso dort. Können Sie sich vorstellen, dass wir zusammen... Man trifft sich dort doch sowieso. Richtig. Man trifft sich dort sowieso. Glück im Spiel. Das wundert mich. Ja, sehr schön schon. Glück in der anderen Sache. Kali, bitte nicht ganz so leger. Spielen Sie. Ihr habt schon so oft darüber sinniert, wie das zusammenhängen soll. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Wer wirklich total verliebt ist, glaube ich, der kann sich auf ein Spiel gar nicht akkurat konzentrieren, weil er mit den Gedanken immer ganz woanders ist. Zum Beispiel in London. So, kommen Sie. Beatrix, Heini, bitte. Das Licht ist so schön. Um Gottes Willen, vor ihm muss man sicher in Acht nehmen. Sie nicht. Schade, ihr habt was übrig für Temperament. Ja, seien Sie damit, bitte. Einen Schritt zur Seite. Einen Schritt yes. zur Seite. So, noch eine Kleinigkeit, ja. Es kommt gleich das Vögelchen raus. Nehmt euch doch mal zusammen. Einen Augenblick Beherrschung, bitte. Zu Befehl. Was meinst du, wie lang die 3 Ehen halten werden? Wieso denn 3? Sehr schön so. Doch. Jetzt nicht bewegen. Das war's. Entschuldigung. Aber jetzt. Wo bleibst du denn? Ich könnte was zum Trinken vertragen. Kommst du mit? Das Kleid ist fabelhaft, Matti. Du siehst wunderbar aus. Wie immer, wie immer. Willst du nicht mit reinkommen? Ja, gleich.
Überraschend ist es nun auch wieder nicht. Ich will mir gar nichts mehr zu trinken. Entschuldige einen Moment. Läuft doch irgendwie schon seit Jahren. Und deine Auguste? Sommerliebe. Aus sowas wird doch nie was. Prost. Ja, ja. Das war schon hart. Für beide. Ja, Witwe Percy, so spielt das Leben. Aber bis zur Kadri soll's noch geheim bleiben. Hat er geplaudert? Du? Mein schönes Fräulein, darf ich's wagen? Die Konkurrenz ist weg, die Bahn ist frei. Und Walzer haben wir auch, krieg ich wieder einen Kopf? Wenn Sie mich so fragen, ja. Schaut. Das seltene festliche Gewand des Schönen versetzt mich aus mir selbst in fremdes Land. Erinnern Sie sich an unsere kleine Meinungsverschiedenheit im letzten Jahr? Meinungsverschiedenheit? Tasso betreffend, dort drüben, erinnern Sie sich? Wir streiten doch immer. Ich wollte mal ein Buch schreiben über die große Zeit der europäischen Feste. Ausgerechnet ich, ein ungeselliger Mensch. Über die vergängliche Schönheit der Wassermusiken, der Feuerwerke, Versailles, Venedig, Feuer und Wasser und Musik. Das hat schon immer zusammengehört, wisst ihr? Alles nur ein Spiel von Licht und Schatten im Grunde. Vielleicht kann ich die Wintermonate in Hannover für dieses Buchprojekt nutzen. Wissen Sie, wo die schönsten Lampions gemalt werden? In Shanghai. Da, wo Ihr Vater doch eine Niederlassung hat. Mein Onkel.
heute nicht nur zu meinem Vergnügen hierher gekommen. Ja? Ich wollte Sie vielmehr fragen, ob Sie sich entschließen könnten, meine Frau zu werden. Denn ich liebe Sie sehr. Seit Jahren. Ich glaube, ich habe mich verlobt. Nein, ich will diese Überraschung nicht weiter diskutieren. Daraus wird nichts. Hat Dr. Redberg denn seinen Besuch hier im Hause schon angekündigt? Nein, ich glaube nicht. Noch nicht. Was mag er denn eigentlich so verdienen pro Jahr, dann Dr. Redberg? Er ist immer noch lungenkrank. Das ist das Entscheidende. Aber der doch der Sohn des Bürgermeisters ist. Wir können doch unmöglich. Er dürfte als Sekretär eines Kunstgalleriedirektors ungefähr den finanziellen Standard eines Infanterieoberleutnants erreichen. Gott, Matti, davon könnt ihr doch nicht leben. Und ich dachte, das wäre eine Partie genau in eurem Sinne. Außerdem war er nur krank. So, dann wollen wir das abwarten. Einen Winter oder zwei. Ob er das hier im Norden durchhält. Nein, ich wünsche keine weitere Diskussion. Wenn einer schon nicht so richtig vermögend ist und dann noch nicht einmal kerngesund. Also das musst du doch einsehen, Schwesterchen. Du wirst eben warten müssen, Mieke. Ein Jahr oder zwei. Schreibt er dir oft aus Hannover? Und seine Briefe schickt er hierher zur Galtieri. Auch Pakete und Geschenke. Hier oben trage ich auch heimlich seinen Ring. Manchmal. Ist er nicht scheußlich? Überhaupt nicht. Ein bisschen kühl. Wie Rudi. Du meinst kalt. Aber warum machst du denn bloß deine Briefe nicht auf? Die sind so kalt. So kalt und kurz. Ich denke mal, ich kriege Frostbeulen schon, wenn ich sie auseinanderfalte. Da verstaue ich sie, bis ich 4 oder 5 davon habe. Und dann lese ich sie alle ganz schnell hintereinander. Hier. Diesen Brocken hat er mir zum Geburtstag geschenkt. 1 Zentner Bilder von wildfremden Menschen. Aus den Schweizer Bergen? Vor langer Zeit war er wegen seiner Lunge. Soll ich mich nun darüber freuen? Über solche Bilder? Er nimmt das Fotografieren ja sehr ernst. Er will dich eben in seine Welt, in seine Interessen, in sein Leben einführen. So ist er eben. Wie ein Professor. Alles nimmt er ernst. Aber ist das nicht ganz gut für dich? Was meinst du? Und ihr? Schon wieder ein Brieflein aus Hannover. Ja, so werde ich missbraucht. Ufficio Postale. Stumpfer, die Farben. Meine Damen, bei den Worpswedern. Und sie liest die Brieflein gar nicht, vostra amica. Et strano, eh? Ihr Tee, meine Damen. Und jetzt, wo ich dich brauche, gehst du nach Hannover. Zu deinem John. Und nach Hannover wirst du mir nachfolgen. In 1 oder 2 Jahren spätestens. Kommt nicht in Frage.
Dann sag doch, ich habe wieder Magenschmerzen. Kommt nicht in Frage, dass ich immer für dich schwindle. Du findest dich zum Mittagessen ein, wie jeden Tag. Punkt. Wen bringt Onkel Herbert diesmal mit? Keine Ahnung, irgendein Geschäftsbesuch. Ich habe aber keine Lust. Und schlecht ist mir wirklich. Du ziehst das jetzt an und dazu diese Schuhe. Punkt. Na, wie läuft das Leben? Ganz gut, Herr Senator, ganz gut. Über das Wetter habe ich aufgehört zu klagen hier in Bremen. Ein Mann erwartet die Herren bereits. Entree. Bitte sehr. Der Herr Senator, Herr Konsul. Frau Rösner kennt dich. Meine Tante, Frau Konsul Wirmann. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Na, Töchterchen. Tag. Elli kennst du nicht. Das ist die Braut von Kalli. Nice to meet you. Hallo, Kalli. How are you? I'm fine, how are you? Good. Looking good. Bitte. Percy hat vorsichtig in meinem Auftrag bei zwei Reedereien in Liverpool vorgeführt. Anscheinend nicht uninteressiert an einer Zusammenarbeit, um die Investitionen zu teilen. Aber das alles nur im Vertrauen. Unter 16 Augen. En famille. Ich hoffe, ich habe deinen Eindruck nicht übertrieben, Percy. No, no, not at all. Sie, Mr. Rösner, halten Sie es nicht für eine extravagante Idee, mit europäischem Kapital eine Binnenschifffahrt in China einzurichten? Well, that depends, really. Diese extravagante Idee stammt von mir. Und ich könnte es auch in aller Ausführlichkeit erklären. Sicher, ganz sicher. Nur offenbar ist auch unser Gast der Ansicht, dass die Erörterung geschäftlicher Dinge nicht jederzeit... Entschuldige. Ich bitte allseits um Entschuldigung. Okay. Ich habe gegen ein ungeschriebenes Gesetz des Hauses verstoßen. Wie geht es meiner Schwester? No job tuck at the table. Gut, sehr gut. Alle lassen schön grüßen. Danke. Aber Percy, nach Tisch. Hinter verschlossenen Türen. Sollten wir uns über einige Aspekte von Percys Zukunft unterhalten. Soweit diese Zukunft unser Ostasien-Geschäft tangiert. Was meinst du, Percy? Of course. Ich stehe zur Verfügung, of course. Ich tue es aus eigener Verantwortung. Aber es ist falsch. Thank you. Thank you very much. Es ist falsch, glaube ich. Falls Sie dem Mädchen Vorwürfe machen. Oh, no, no, believe me, absolutely. I'm... Psst, leise. Der Geschäftsbesuch aus London. Gehst nach China, Percy? Freiwillig? Ist das wahr? Does it make any difference? Now, tell me all about it. Daisy. About what? Diese Verlobung. How did it happen? Es ist ja noch gar nicht offiziell. Überhaupt nicht. Vater ist vollkommen dagegen. Und warum das? Nicht mal Onkel Herbert weiß es. Niemand weiß es. Nur die Eltern, Linsche und Bertha. That is not the point. How did it happen? Du hast doch ja gesagt. Why?
Schicksal? Ich war plötzlich so allein. Ohne einen Brief von dir, ohne ein Lebenszeichen. Aber das mussten wir doch versprechen. Ja, 5 Jahre lang, das habe ich doch auch versprochen. Ach, Bertha kann dir das alles viel besser erklären als ich. Ach, ich verstehe es doch auch nicht. Ich verstehe es doch immer noch nicht. Wäre ich nicht zu dieser Nachtmusik gegangen, zu Schöntals, wäre das alles nie passiert, glaube ich. Please don't speak of Schicksal, Daisy. Please don't. Don't touch me. Jetzt noch nicht, bitte. Er hat mir auch so leid getan, Rudi. Warum gehst du nach China? Warum bist du nicht glücklich, Daisy? Das will ich wenigstens wissen. You don't really love him, do you? He doesn't really love you. Seine Briefe lasse ich oft tagelang liegen, ungeöffnet. Und dann überfliege ich sie bloß, damit ich ihm Rede und Antwort stehen kann, wenn er mich abfragt. Hm? Das tut er nämlich. Aber ich konnte nicht anders. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Wie denn? Weißt du wie? Willst du 5 Jahre nach China? Percy, hör zu. Es ist alles meine Schuld. Aber ich möchte nur, dass du wieder glücklich wirst, egal wie und wo. Daisy, ich habe wenig Chancen, wenig Talent zum Glück, fürchte ich. In unserer Familie unter den Rosners wimmelt es nur so von Unglücklichen. Ein Haufen Idiots. Lear. Aber du. Du bist doch nicht so. Du bist doch so. So gesund. Dieses heulende Elend ist doch nicht dein Schicksal. I just don't believe it. Riecht so gut, dein Taschentuch. So englisch, nach dir. Percy. Ich glaube, ich weiß, diese verrückte Verlobung, das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Ich lieb doch nur dich. Doesn't make any sense, does it? Don't know. Und Onkel Herbert will mich doch tatsächlich für 3 oder 5 Jahre nach China schicken. Um in der Zwischenzeit deine Eltern davon zu überzeugen, dass du und ich zusammen eine Zukunft haben. Zum Totlachen. Nicht? Kinder, mehr kann ich nicht verantworten. Er weiß es noch nicht, aber es besteht jetzt die Gefahr, dass er seine verdammte Erbmillion ziemlich bald bekommt. Ah? Ja, weil er sich dann vielleicht zu bequem machen wird. Und ich möchte, dass der Junge lernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Und deshalb soll er nach China.
Er selbst schien an seiner Zukunft nicht so besonders leidenschaftlich interessiert. Fandest du? Ich habe ihn mir vollkommen anders vorgestellt. Ein Charmeur, dachte ich. Er schien so gehemmt. Die Damen fanden ihn offenbar auch nicht sehr aufregend. Ja, mag sein. Die Herren möchten gehen. Auf Wiedersehen. Komm, Junge. Goodbye. Goodbye. Thank you very much. Eine Pause. Eine Zigarettenpause, bitte. Reden und reiten und reiten und reden, das war zu viel für mich. Sie reiten wie ein Mann, Bertha. Oh, I beg your pardon. Die Männer haben das nicht so gern, ich weiß. Well, that depends. I, for instance, ich mag starke Frauen. Yes, I like them. Glauben Sie, dass Matti sehr stark ist? Ja. Yeah. Oh ja. Manchmal hat sie mir richtig Angst gemacht. Aber in den letzten Wochen, da war sie so wirr, so kraftlos. Und das hat Redberg ausgenutzt. Nichts fasziniert sie an Rudi mehr, glaube ich, als dass er ganz genau weiß, was er will. In seiner Karriere, in seinem Einsatz für die moderne Malerei, für Freunde. Rudi ist sehr, sehr zäh. Hochintelligent und absolut zuverlässig. Ich weiß. Ist er reich? Nein, kaum. Ein gewisses Vermögen. Percy, wenn wir hier etwas trinken wollen, dann werden wir reingehen müssen. So he is a winner and I'm a loser. Is that the point? No. No, not at all. Ich wollte... Ich will Sie doch nicht verletzen. Aber meine wichtigste Frage haben Sie mir immer noch nicht beantwortet. Was ich wenigstens wissen will, habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Meine wichtigste Frage ist und bleibt. Fühlen Sie sich denn jetzt schon einer Ehe gewachsen? Gewachsen. Gewachsen. Diese Bäume sind gewachsen, groß und stark. You think maturity is everything? Oh Gott. I think all this talking and arguing, dieses ganze Reden und Quatschen macht alles kaputt. Und was werden Sie Matti erzählen von unserer Aussprache? Oh. Alles, wozu Sie mich ermächtigen. Sie dürfen ja alles sagen, was Sie irgendwie helfen kann. Willst du es denn wirklich sehen? Oder macht es dich traurig? Am Wochenende sehe ich ja sowieso. Ich denke immer, ich bin vielleicht zu rücksichtslos, zu egoistisch mit meiner Freude. Nein? Du hast mir doch schon geholfen. Ich so. Mit Percy. Das war doch selbstverständlich. Und außerdem war ich ja auch neugierig auf ihn. Sieh's doch an. Soll ich? Wirklich? Ja. Du, Matti, ich bin jetzt ganz sicher, in 2 Jahren spätestens feiern wir auch deine Hochzeit. Und Percy, da bin ich auch sicher. Der wäre nicht der Richtige für dich gewesen. Für dich nicht,